Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Ach, hoffentlich mal, hoffentlich. Ich brauche auch mal ein bisschen Urlaub hier. Ach. Hey, ihr! Was? Bei dem Wagen! Ja? Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind die Beatles. Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Oh Gott. Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Kann ich auch mal was sagen? Hier, ihr... Ne. Es fällt mir echt der... Agent nicht mehr ein. Schaut aber genau danach aus. Irgendwie zumindest. Ja, zumindest Puls und... Oh. Hallöchen, Panzer. Dich werde ich mir doch bald mal schnappen. Das hast du nicht gehört. Hui. Mein Gott, hier sind Menschen. Hier sind viele Menschen. Hier sind Menschen, hier sind Menschen. Keine Furcht, nur so für dich. Wie genial. Ah, genau, Splinter Cell. Jetzt kommt's mir wieder. Ich komme von Menschen auf Splinter. Egal. Egal. Es sind so viele Leute. Ich hätte gedacht, in solchen Stationen leben bis immer eine Handvoll. Aber das ist ja genial. Und. Sind wir da? Oh, okay. Okay. Fein für mich. Was ich mich frage, ist auch, wie sie das ganze Benzin hier bekommen, denn. Das Unglück ist doch schon ein paar Jährchen her. Servus. Weitermachen. Willkommen in der Police, Hauptmann Krasnov. Hauptmann? Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Ich komme... Er ist von der Messestation. Genau. Kann er nicht alleine sprechen? Nicht wirklich eigentlich. Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Police. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Genau. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Oh, ein Säuberungsdienst, perfekt. Ruhe ich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Ja, hoffe ich auch mal. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Genau, du stinkst nämlich, Junge. Das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, hm? Idiot. Nicht wirklich, nein, das... Nein. Ich jetzt irgendwie... Kann ich... Ach, da ist eine Wechselbude, kann ich da... Verkauf und Ankauf! Was? Da stimmt was nicht. Egal, aber ja, wie war's denn? Was passiert hier? Was, wie, hä? Junge, was willst du eigentlich von mir? Ja. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als ihre. Okay, ich sehe zwar nicht ganz genau, was ist es, aber scheint wirklich besser zu sein. Werfen Sie Ihren Schrott weg, der ist für Babys. Oberst, melde mich zum Bericht. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Ein Fall mit, damit können Sie sich... Werfen Sie Ihren Schrott weg, der ist für Babys. Abgemacht. Oh ja. Werfen Sie Ihren Schrott weg, der ist für... Nein, nein, die nicht. Wie auch immer. Die behalte ich, dann diese Luftdruckgedönse. So, oh, hallo. Was? Wie? Wo? Hä? Tschüssi. Oh mein Gott, sie haben meine Zeitbombe umgeschnallt. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Bitte, bitte. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Okay. Ich bin ja ein sehr redebegabter Mann. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Hey, coole Maschine, kann man da auch... Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Kann man da auch... hallo? Ich wollte eigentlich gerade... Irgendwie... What the... Das schaut auch schick hier aus.
Genau, mach das, ich bin... Oh je, oh je. Und Blackscreen natürlich, warum auch nicht? Ding, dang, do, hä? Hat die jetzt so lange gedauert? Oh mein Gott. Unglaublich. Artyom, ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Ist echt schlimm. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden. Das heißt? Wir wissen aber nicht, wo sie ist. Oh, praktisch. Oder ob sie noch funktioniert. Noch viel besser. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek. Nein. Ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig. Och, nicht die Bibliothek. Die kenne ich noch von früher. Und noch was. Zurückgehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Oh mein Gott. Ich meine, ich wollte so wieder an die Oberfläche, aber... Doch nicht die Bibliothek. Ohohoho. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Ja, mich erst. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Oh ja. Rudelraketen. Das sind die besten Raketen. Oh Gott, oh Gott. Aufziehen. Was? Er ist kaum da, und schon kommen irgendwelche Viecher. Ja, super. Was haben wir denn hier? 10 Filter. Danke, Kollege. Und warum ist die Waffe eigentlich nachladen? Wenn mich keiner sieht, sieht... Komm schon. Komm schon, stirb endlich. Okay, okay, okay. Ich hab schon verstanden. Ah. Lass mich mal hier raus. Ja, jetzt hier. Da. Ihr mutierten Mega-Rappen. Okay. Komm schon. Da, jetzt stirbt endlich. Sag mal. Soll ich langsam jetzt? Ja. Der ist schon tot, okay. So wie ich mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommt denn der schon wieder her? Nein, 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 ich muss weg. Irgendwas. Die hätte ich noch. Na ja, gut, die können wir auch noch gebrauchen. Mal ab. Okay, okay. Keiner. Jetzt. Ah! Was zum Henker war das? Ich meine, okay, aber ja, ist natürlich erstmal ersticken. Das ist die Hauptaufgabe von mir hier. Also was nehmen können, mitnehmen. Seht ihr das hier? Gut. Okay, dann machen wir es gleich nochmal. Fix den Bolzen. Ja, weiß.
Hat er jetzt nicht seine Kollegen gerufen? Oh ja. Ich habe das besiegt, bevor die anderen gekommen sind. Glorreichigkeit für mich. Ich glaube, ich werde gleich getötet. Hallo? Hallo? Ah, ah, ah. Ich bin so gut. G-U-U-U-D. Gut, oh Gott. Wenn sie nicht im Rudel sind, sind sie eigentlich doch relativ einfach, wollte ich gerade sagen. Hilfe. Ich möchte nicht hier sein. Das ist ein riesiges Missverständnis. Genau, genau. Geh wieder, geh weg, geh weg. Jede Menge Bolzen. Was willst du mir damit sagen, dass ich eventuell... Weiß nicht, wie soll. Wo ist er? Wo ist er? Oh, oh. Komm schon. Wunderbar, wunderbar. Oh. Hallo? Ich glaube, das bin ich, ja. Flucht. Flucht, ganz schnell Flucht. Aua! Ah! Ah! Aua! Verdammt! Das sind ja keine Sachen mehr hinten. Muss ich die... Muss ich jetzt irgendwie aufpumpen? Ja, ja, ich muss meine Waffe aufpumpen. Das ist es gerade mega gut. Ja! 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 Lasst mich! Lasst mich in Ruhe! Wie komme ich denn? Komme ich hier irgendwie? Drogen. Ganz schnell Drogen. Ganz schnell Drogen. Ah, perfekt. Drogen geht's mir gut. Ich muss auf die andere Seite. Die Monster sind weg. Ja, okay, okay, okay. Hier. Ah, ah. Ist doch. Schwinde. Schwinde, lass mich in Ruhe. Moment, Moment. Hab's gleich, hab's gleich. Muss nur meinen Drang zum Klauen. Der komm. Muss eventuell noch mehr klauen. Wo bist du? Ach, hier ist. Ah. Hallöchen, Kollege. Endlich, Artyom. Du bist hier. Ja, ja, ich bin hier. Können wir reingehen? Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptleserhalle. In Ordnung? Genug gefroren. Hm. Gehen wir. Kann ich irgendwie... Ah! So kann ich die wieder aufpumpen. Okay, okay. Hier ist nichts. Gehen wir, Leute. Und auf Maximum. Was kann ich mich hier... Ach, zum Glück. Soll ich gerade sagen, hat mich jetzt irgendein Viech angegriffen oder warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Oh ja, oh ja. Beim Betreten der großen Bibliothek ergriff mich Ehrfurcht. Sie war wie ein Märchenschloss. Und wie in den alten Geschichten wurden die Schätze von Monstern bewacht. Danke fürs Gespräch. Genau den Satz wollte ich jetzt unbedingt hören. Danila, pass außen auf. Wir gehen mit Artyom rein. Genau. Du machst jetzt hier die Tür zu. Und dann passt das. Was haben wir denn hier als? Nichts natürlich. Wir haben... Oh, oh, Hallöchen. Gut. Bitte? Scheint ruhig zu sein. Ja, bitte mal auf scheint. Leute! Was? Das ist ein Schwarm Vögel! Töte die Vögel! Komm schnell! Versperrt genau, versperrt, schnell! Oh ja, komm, 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 rein, 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 rein. Oh, oh ja. Artyom, wenn die Tür oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Wir können sie nicht lange abhalten. Okay, okay. Wenn das so ist, dann... Worauf sind die
werde ich einfach mal hier etwas spenden. Ich mag das nicht. Ich will kein Snack sein. Hier ist nichts, hier ist nichts. Kann ich hier rein irgendwie? Hier auch nicht. Halte durch, halte durch. Ich schlendere zu unserer Freiheit. Oh. Hört zum Geier hier. Wir haben es mit intelligenten Bestien zu tun. Was bist denn du? Das war jetzt mal ein neuer Gegnertyp. Oh, oh, oh. Weißt du was, bevor wir jetzt die verschwenden, schießen wir lieber mit denen ein bisschen rum. Stopp, Natur, stopp. Okay, zwei. Nein. Das Ding braucht mehr als zwei Kugeln. Autsch! Warum werde ich von Pflanzen verprügelt? Verdammt mich nochmal. Autsch! Halt, lass mich, lass mich. Lass mich, autsch! Ich habe dir nichts getan. Opa. Ist irgendwas. Sieht aus. Oh ja, den hat's ganz schön verrissen. Natürlich sind die stark, aber... Leute, ich finde hier irgendwie keinen Durchgang. Vielleicht, vielleicht da. Oh. Ja, ich gehe jetzt in einen Raum, der zuvor von irgendwas abgeschossen wurde. Irgendwie... Hallo? Ich glaube, ich bleib hier. Scheiß drauf. Ich muss überleben und nicht die anderen. Hallo? Moment, Moment. Das haben wir gleich. Erstmal nachpumpen. Scheiß drauf. Was zum... Ach, deswegen. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Hey, Freunde! Freunde, hey, hilft mir mal! Ich komme hier irgendwie nicht raus. Nicht weggehen! Wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch! Es... Da wollte ich gerade sagen. Ja, mein schlechter Scherz, du. Etwas länger und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Artyom. Ich weiß, ich mache immer gute Arbeit. Aber Leute, Vorsicht, hier ist irgendwas drin. Ein wunderschöner Tag. Ja, nun. Das ist ich hab's gerade. Oh, okay, hör auf zu schießen, passt schon. Ich habe auch schon Kugeln verbraucht. Hat jemand gefurzt? Ja, ich hier. Hast du gerochen? Gasmaske würden wir das eh nicht riechen. Das glaubst du, hey. Ich hatte vorhin Bohnen. Was als Info? Ja, und jetzt weiter. Sag mir, dass du... Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Ach, Gott. Neuronen und Synaps, Zura, Spinale, Motoriksysteme. Wow. A und B ist... Wir haben... Oh, Hallöchen. Irgendwie scheine ich hier nicht durchzukommen. Nein, aber
Hier auch. Hier auch nicht? Okay. Wer oder was quietscht hier? Das kann ich nämlich nicht akzeptieren. Hier auch nicht? Hier komme ich ja her. Also ganz ehrlich, wie soll ich denn eigentlich hier was machen, wenn ich... Ja, und du lehnst jetzt einfach nur dagegen, oder was? Oh, Mann. Oh, ich konnte was. Ich glaube, wir haben einen neuen Fall. Versuche, die Türen zu öffnen. Oh nein, das funktioniert alles nicht. Kann man denn irgendwas hier rausschießen oder so? Okay, dumme Idee, dumme Idee, ganz dumme Idee. Kann ich denn irgendwie... Okay. Gut, dann muss ich wohl hier lang. Verdammt. 200. 105. Ja. Hier kommt's nicht hin. Oh. Oh, Hallöchen. Was ist denn das? Eine mit einem Zielaufsatz. Welche haben wir denn gerade? Wechseln wir doch mal aus. Ist das eine Laute? Okay. Probieren wir das mal aus. Ist das eine Laute?